Der Tee ist kalt. Seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde. Mein Tee ist in dieser Aufnahme mittlerweile kalt geworden, obwohl ich nur eine Folge aufgenommen habe, die gerade mal 16, 17, 18 Minuten gedauert hat. Naja, man kann nicht alles haben. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier, wir wollen Stein machen. Es gibt Steinziegeln, Sandstein wollen wir nicht. Wir wollen eine schöne Küche bauen. Und ich würde mal sagen, in eine Küche gehören eigentlich standardmäßig Fliesen. Marmor ist auch nicht schlecht. Marmor ist auch nicht schlecht. So dunkler Marmor? Hier sowas? Ist zu dunkel, ne? Oder so grüner Marmor? Oder sowas hier? Ich weiß es nicht. Mal gucken, was wir noch haben. Holzplatten, Steinfliesen. Ja, Fliesen haben wir auch. Boah, ne, die sehen ja schäbig aus. Die sehen schäbig aus. Die wollen wir nicht. Und dann haben wir hier noch so Ornamentfliesen. Hier sowas? Ich weiß nicht, für eine Küche? Maximal, nee, sowas wäre ganz nett, sage ich mal. Für eine Küche. Tja, wir brauchen auf jeden Fall, wo sind unsere Favoriten? Von den Steinen hier noch ein paar. Für die Säulen, für die Außensäulen. Mal, dann machen wir jetzt mal 40 Stück. Und in Reihen würde ich dann eigentlich ganz gerne die haben. Das sind ja auch so typische Fliesen, die wir immer gerne verwenden. Für alle möglichen Bauten. Das ist eigentlich so meine Lieblingssteine. Deshalb habe ich sie auch unter Favoriten abgelegt. Daran könnte es liegen. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen was gemacht. Da können wir uns erstmal ein bisschen was hinfrickeln und gucken, wie es dann hinterher aussieht. Man muss ja auch in so einer Berghütte, in so einer Villa hier, muss man ja auch einen bestimmten Stil, muss man auch so ein bisschen beibehalten. Kann ich jedes Mal was Neues machen. Und wie geht's dir, Henry? Ha? Alles klar? Alles im Griff hier in der Werkstatt? Werkstatt auch genannt? Ich hoffe doch. Ach, das Schlafzimmer, ja. Wir haben schon lange nicht mehr geschlafen. Mal gucken. Machen wir nachher, ne? Ich habe doch Holz mitgenommen, oder? Ja. Ja, hatte er. Dann werden wir jetzt hier mal das Holz reinpacken. Ich hoffe, das ist das auch. So, zack. Ja, sieht gut aus. Ah, endlich. Endlich braucht er nicht mehr Mecker mit mir. So, und dann würde ich nämlich sagen, wir machen einmal hier einen Balken hin. Hier so, ne? Und zwar aus dem Stein hier. Genau. Ja, habt ihr so gesagt. Das wollt ihr so haben. Jetzt kriegt das auch. 1, 2, 3. Oh, Mist. Ja, es muss ja auch dicht sein hinten, ne? Aber ist ja geil. Es wird sowieso nur eine Scheinwand. Nennt man die ja auch nicht Steinwand, sondern Scheinwand. So, hier so in den Stein rein. Ich finde das immer noch, bin immer noch begeistert von dieser Funktion, wie schön sich das in dem Stein eigentlich anpasst. So, jetzt können wir hier mal eine ganze Reihe hinziehen. Das kommt mich hier so durch. Und verschwindet dann da im Stein. Okay, und hier können wir auch sowieso runtergehen. Weil wir müssen ja hier auf der Ecke wieder rauskommen. So, und dann kommt da, dann unsere Küchenzeile im Grunde dran. Also nicht im Grunde, sondern die kommt da dran. Da oben wird es dann noch so ein bisschen verdeckt. Hier kann dann die Küchenzeile vor. Und die können wir theoretisch auch noch so ein bisschen rumbauen. Bis hier dann so, ne? Wenn wir das wollen. Aber erstmal haben wir jetzt hier so ein Grundfundament. Und jetzt kommt hier nämlich... kommen jetzt diese anderen Steine rauf, wo wir auch ganz schön viel von gemacht haben. Diese jene. Na, ihr wisst, was ich meine. Da ziehen wir gleich mal eine Reihe durch. Zack. So, wunderschön. Das ist im Grunde nur der Hintergrund, der Hinterbau für unsere Küche. So... okay, kriegen wir noch eine Reihe hin? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Gleich wird es uns anzeigen. Wir haben eine ganze Menge davon gemacht, ja. Okay, guck mal. Da haben wir hier unsere Küchenwand. Sehr schick. Und da können wir nämlich jetzt unsere Küche dran stellen. In die Mitte sollte eigentlich der Herd hin. So, ne? Also, ich würde hier erstmal... das können wir noch ein bisschen absetzen, hatte ich ja schon gesagt. Ich fange erstmal an. Es gibt so eine Küchenform. Und dafür ist es auch so ein bisschen gemacht, dass das an der Wand steht. Das ist ganz wichtig. Also so ist das, da denke ich mal, gedacht. So sind die Schränke zugeschnitten. Ist ja ideal Standardküche momentan nur. Und deshalb gibt es auch noch gar nicht so viele verschiedene Formen und Farben. Also Küchenformen. Das machen wir mal. Das war ja bei Tische, hatten wir gesagt. Ne? Tische. So, was brauchen wir denn? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das ist hier so ein Unterbauschrank ohne Funktion. Den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall so einen und wir müssen Holz herstellen. Okay, kein Problem. Oh Gott, ich treibe euch bestimmt manchmal in den Wahnsinn. Es tut mir leid. Wir machen jetzt erstmal aus allem Holz, was wir dabei haben, machen wir jetzt erstmal... so, zack. Machen wir erstmal
Diese. War doch richtig, ne? Ich denke mal schon. Es war doch Holz jetzt. So, Holz, ja, genau. Alles klar. Ich muss mich ja mal zurechtfinden. Tische. Okay, ich war schon wieder weiter nach vorne gerutscht mit meinem Shuttle. D, Küchenzeile. Da steht ja auch dran. Küchenzeile B, da würde ich erstmal einen von haben, ganz gerne. Dann hiervon ein. Dann eine Spüle auf jeden Fall. Die brauchen wir erstmal noch nicht. Ein Drittel brauchen wir auch erstmal nicht. Dann machen wir nochmal ein hiervon. Und dann schauen wir mal. Genau, dann schauen wir mal, was wir da noch so verbauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Ah, Gott sei Dank, ey. Also mit der Mittelküche, das ging noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Wir würden also im Grunde hier so anfangen. Hier in dem Elementbereich. Mit dem ersten Teil. Und das wäre erstmal ein Schrank, würde ich sagen. Davon haben wir ein. Okay. Nee, das ist die Spüle. Davon haben wir drei. Okay, Schränke haben wir drei. Sehr schön. Würde ich hier erstmal so einen Schrank hinsetzen. Die sind auch ganz schön groß. Und jetzt machen wir auf jeden Fall das Gitter wieder ein. Gitter. So, und da müssen wir ein bisschen an die Wand rein. Das ist total wichtig. Ich möchte hier dann aber noch eventuell einen Teil hinkriegen können. So. Wie breit ist... Müssen wir mal genauer gucken. Wie breit ist denn ein so ein Ding? Das wären hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es müsste genau da der nächste hin, ne? Damit das passt. Hier hin. Oh Gott. Wenn das nicht so teuer wäre. 6. Okay, jetzt haben wir hier schon mal unseren ersten Schrank. Und das gleiche würden wir dann noch hier machen. Hier haben wir nämlich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Linie im Auge behalten. So. Hätten wir hier jetzt schön zwei Schränke. Und dann könnten wir hier jetzt noch so ein... Moment. Wir haben ja noch diesen anderen Schrank. Die Jennen, ne? Den haben wir ja noch. Für Besteck und sowas. Und der kommt ja immer neben die Spüle. Richtig, richtig. So, vor die Spüle. Gitter einblenden. Moment. Gitter einblenden, ganz wichtig. So, also direkt dran. Das dürfte passen. Hoffentlich passt es auch. Ja. Und hier zwischen kämen jetzt nämlich dann die Spüle und dann noch ein Viertelteil. Richtig? Also die Spüle. Alles ideal Standard hier. Ha. Gitter. Da kommt sie hin. So, wunderschön, oder? Ist es nicht wunderschön? Wir haben hier eine Spüle, die hat noch keine Funktion, aber wir haben hier Schränke. Die haben eine ganze Menge. Die einzelnen Schubladen können wir dann noch beladen mit allen möglichen Kram. Wir haben hier eine Spüle. Hier können wir natürlich jetzt eine Mülltonne hinstellen. Könnte man, theoretisch, hier zwischen. Oder wir machen hier echt so ein Viertelteil hin. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Nur um das mal auszuprobieren. Und ist es eine Hälfte? Mal gucken. Hälfte, Viertel? Es sieht mir fast aus wie eine Hälfte. Wir können aber das Gitter mal einblenden. Ach so, das können wir nur, wenn wir es in der Hand haben. Gitter ist eigentlich ein kompletter Block. Könnt ihr auch irgendwas Neckisches zwischen machen? Ha, wartet mal. Was könnt ihr noch zwischen? Ein Viertelblock oder irgendwas Cooles? Ofen passt ja nicht zwischen, das ist ganz klar. Was könnte man dazwischen machen? Ein Grill in die Küche ist total behämmert. Das würde ich niemals tun. Das würde ich niemals tun. Man könnte natürlich da so eine Mülltonne zwischenstellen. Oder einfach so ein Viertelteil von so einem Tisch. Okay, dann schauen wir mal, was ein Viertelteil kostet. Das sind ja so, bei richtigen Küchen ist ja immer so, dass gerade diese Sonderteile immer ganz besonders teuer sind, ne? Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr schon mal eine Küche gekauft habt, dann sind Ecke, Spüle, Hälfte. Wir machen mal eine Hälfte. Ich glaube, es passt ganz gut. Eine Hälfte. Wenn nicht, dann schmeißen wir die weg. Das gerade diese Sonderteile, die sind immer total teuer. Das ist immer das Teuerste von der ganzen Küche, wenn du dann Spezialanfertigung brauchst, weil dein Raumdesigner das nicht berechnet hat. So, eine Hälfte. Und es passt immer noch nicht. Das ist ja blöd. Zwei Viertel sind aber auch eine Hälfte. Das würde also auch nicht passen. Da müssen wir da ein bisschen tricksen. Da müssen wir echt ein bisschen... Oh, das ist ja blöd. das heißt, wir müssen den Schrank hier... Oh, Mist. Ich hoffe, jetzt ist die Aufnahme nicht gleich abgebrochen. Wir müssen den Schrank hier tatsächlich mal wegreißen. Ja, ich weiß.
Ah, la 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 la. Wir kommen da schon irgendwie hinter. Auch wenn wir noch so viel Holz verknöpeln. So, wir haben ja hier neben der Spüle haben wir so ein Mehrfachding, ne? Dann würde ich nämlich jetzt hier auch so ein Mehrfachding hinmachen, also mit Schubladen. Ein Mehrfachding. Das ist ein Schrank mit Schubladen, auch genannt Mehrfachding. So, ne? So passt es. So, zack. Hingebrezelt. So. So, da hat man hier die Spüle. Hier kann man aber gar nicht ran an die Spüle. Da muss man nämlich erst... Normalerweise ist es immer rechts in dem... Na, wollen wir es nicht übertreiben. Jetzt übertreibt das. Und dann könnten wir hier nämlich nochmal so ein Ding hinstellen. So einen normalen. So, einen normalen. Gay. Normal. Ja, passt. Hingebratzt. Zack. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht so für eine Küche, oder? Kann man mit leben. Wandschränke könnte man natürlich jetzt auch noch machen. So, okay. Was hier oben könnten dann irgendwelche Bilder drüber oder sowas. Also ich muss ja sagen, die Küchen sind ja noch ganz schön spartanisch. Spanisch auch genannt. Wir haben ja noch so ein Rund. Nee, haben wir nicht. Ein Rund können wir auch gar nicht gebrauchen. Wir gucken mal, was wir noch so haben. Mülleimer könnten wir uns natürlich noch hinstellen oder sowas. Hatte ich schon mal erwähnt, ne? Ich glaube, Mülleimer erwähnte ich schon. Lichter, ja. Lichter sind auch total wichtig. Aber wir müssen einmal weiter einrichten. Wartet mal. Dann müssen wir zur anderen Bank rüber, zur Werkbank nämlich. Ja, es geht also weiter bei Rising World. Ihr habt richtig gehört, das sind Glasscheiben. Die können wir nicht gebrauchen. Dekoration gibt es jetzt natürlich auch das Übliche. Das können wir doch noch daneben stellen. Oder ein Geschenk. Oder eine Gardine. Oder eine Jalousie. Nein, wir brauchen keine Dekoration. Wir brauchen Tische. Lass dich nicht so leicht ablenken. Drittel gibt es auch noch. Ach, gibt Drittel? Ach. Ja, gut. Gut. Drittel wäre gar nicht so schlecht gewesen wahrscheinlich. Und die Ecken, die sind ja eigentlich... Die sind weniger geeignet, ne? Ich mach mal eine. Ich mach mal eine, aber ich glaube, da sind wir schlecht mit beraten. Da hat uns der Mann aus dem Küchencenter schlecht beraten. Ne? Aber da können wir nichts für, aber wir können den verklagen. Wir verklagen den einfach. Und dann ist auch gut, dann ist der auch zufrieden. So, okay, passt auf. Wenn ich jetzt hier nämlich so eine Ecke mache, dann werdet ihr gleich sehen, was das Problem ist. Ey, was ist dein Problem? Siehst du gleich. Hier hinten können wir das theoretisch machen. Hier hinten würde das passen. Nicht jetzt, ne, ich kann das natürlich drehen und wenden und alles, ne. Aber seht ihr das Problem bei der Ecke? Ich drehe die jetzt mal. Die müsste ja im Grunde so. So müsste die hin. Das passt aber nicht. Das passt. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das ist total bescheuert. Das passt überhaupt nicht. Im Grunde müsste die so. Dann könnte die da drüben hin, ne? Hier würde die hinpassen. Gibt es da auch eine... was? Jetzt hat die sich selbst gedreht. Lalalala. Die tanzende Ecke. Die tanzende Ecke. So müsste, ne? So. Okay, das versuchen wir jetzt mal. Gitter. Ja, das Problem ist... Ich baue die jetzt mal an. Dann seht ihr gleich, wo das Problem ist. Nämlich, die guckt da vorne über die Hälfte raus. Das ist total bescheuert. Das können wir so gar nicht machen. Nee, das können wir so nicht machen. Die Ecke werde ich nicht... Ich werde diese Ecke nicht einbauen, sagte der Mann. Und es ist dunkel, verdammt. Und die Folge ist schon wieder rum. Arg. Ah, schaut mal, wie die Sonne hier reinballert. Die Folge ist schon wieder um, verdammt. Hier hinten können wir noch so eine Art kleine... hier könnte die Müllecke hin. Da könnte der Mülleimer hin. Oben das Dach müssen wir noch fertig bauen. Wir haben noch verdammt viel zu tun. Arg. Aber es geht ja weiter in der nächsten Folge dann schon. Ich gehe erstmal pofen. Das heißt, ein bisschen haben wir noch. Die erste war ja länger. Haha. War ja keine 15 Minuten. Ich gehe mal pennen. Ach ja, also Leute aus Paderborn. An den Küchen müsst ihr noch was machen. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Wir wollen nicht unverschämt werden. Lasst euch ruhig Zeit. Aber wäre schön, wenn nächste Woche... Nein. Nee, lasst euch da ruhig Zeit. Macht euch da keine Platte. Wir kommen da schon hin, wo wir hinwollen, irgendwann. Also Geländer, Leitern, Badezimmer. Ja, Heizung, Waschbecken. Nee, wir haben ja schon eine Spüle. Klopapier brauchst du in der Küche auch nicht. Das kannst du auch vergessen. Ah, hier haben wir die ganzen... gibt es auch Küchenmöbel eigentlich? Nee, ja, das könnte man so in die Küche stellen. Nee. Ja, was machen wir jetzt? Wie managen wir das da oben? Ich gucke mir das nochmal an. Wir könnten das natürlich jetzt so mit Stein machen. Das heißt, wir könnten das jetzt so machen.
dass wir hier einfach so eine Mauer hinziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir jetzt diesen Stein hier nehmen. Und dann so eine Art Bord. Und er baut da ein Bord. Es gibt ja, wir müssen uns ja nur an die Möglichkeiten erstmal gewöhnen. So, wenn ich jetzt hier so eine Art Bord hinbaue, ne? So. Und so. Das ist dann so wie so ein Zwischen, wie so eine Abgrenzung. Wie so eine stumme Mauer, nennt man die ja auch. So. Ne? Dann passt das hier schön dran. Und das könnten wir natürlich hier auch machen. Aber hier könnten wir das auch noch einfach so wegsetzen ein. Das heißt, wir würden das hier wegsetzen und könnten hier dann theoretisch sogar noch eine Schranke machen. Hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber wir bräuchten da auch eine Ecke. Und wir haben ja eine Ecke, aber die passt ja nicht. Genau, das war ja das Problem. Haha, jetzt haben wir es wieder. Da war es wieder das alte Problem. Wenn ich nämlich jetzt die Ecke drehe, weil ich weiß nicht, ob ich die irgendwie spiegeln kann oder so. Aber drehen wäre ja dann, so wäre richtig. Ne? Aber, ja gut, so wäre schon irgendwo richtig. Ich mach das einfach mal. Pass mal auf. Gitter? Aha. Ach so. Ach so. Ach so. Und dann können wir hier noch Schränke dran setzen, ne? Hier hinten. Ach so. Ja, das ist doch cool. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Oh, jetzt hat es auch der Letzte begriffen, hat unser Lehrer mal gesagt. Zu mir. Nein, nicht zu mir, zu anderen. Zu dem anderen Jungen. Zu dem anderen Jungen. Mädchen. Zum anderen jungen Mädchen. Also ein junges Mädchen war es. Wir machen noch mal ein paar. Verschiedene Schränke, Tische. Warum hat der immer zu mir der Letzte gesagt eigentlich? Verstehe ich nicht. Wir könnten natürlich noch eine Spüle, wäre blöd, weil spülen kann immer nur einer. Das ist also ganz klar. Wir haben keinen Herd oder sowas. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht sollten wir uns echt noch ein paar Plätze aufbewahren. Küchenzeile. Ja, was soll man damit? Damit können wir nun gar nichts anfangen. Noch so einen Schrank könnten wir, glaube ich, noch gebrauchen. Machen wir nochmal einen. Jetzt ist aus Holz alle. Na, siehste, passt doch. Können noch so einen Schrank dran babsen. Und dann warten wir. Dann kommt nicht bald der Herd. In der Kühlschrank. Haben wir einen Kühlschrank? Nee, haben wir nicht. Wir brauchen unbedingt einen Kühlschrank. Ah, Leute, wir brauchen unbedingt einen Kühlschrank. Das ist aber existenziell wichtig. Ich wollte jetzt nur mal sehen, ob das hier passt. Ja, das passt. Passt auf. Passt mal auf. Geh. So, zack. Und dann kann man den nämlich hier dran bammeln, ne? Richtig? So. Ah, schön. Guck mal. Total schön. Wir hatten gesagt, das geht nicht. Tch. Klar geht das. Und kann ich hier hinten jetzt das in den Stein einfließen lassen eigentlich? Das würde mich jetzt mal total interessieren gerade. Warte mal. Was ist das für Musik? Wir sind auch nicht in Texas. Ja, das geht. Guck mal. Dann können wir die so halb verbauen. Das ist ja echt grandios. Aber manchmal haben sie echt gute Ideen. Ja gut, dann ist natürlich hier... Ja, das geht aber. Das ist okay. Das gefällt mir. Dass man das so schön verbauen kann. Guck mal. Dann können wir hier nämlich so eine Art kleinen Durchgang machen. Entweder in die Höhle wieder rein. Das würde gehen. Aber ich sehe schon, hier vorne müssten wir dann das nochmal weghacken. Ah ja, ich weiß, wir reißen momentan ziemlich viel nieder. Also überhaupt kein Problem. Wir können ja alles wieder aufbauen. Und abreißen und aufbauen und abreißen und aufbauen. Wie wir wollen. Wie wir einfach lustig sind. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Da haben wir sogar noch 27 Steine von der Seta. Und ihr sagt, es geht nicht. So, okay. Dann können wir das nämlich hier so hinpransen. Und da oben anschließen. So. Seht ihr das? So wird ein Schuh draus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier können wir jetzt auch wieder den weißen Stein reinsetzen, den wir jetzt momentan nicht haben. Aber wie schon gesagt, ich muss da erstmal ein bisschen was abbauen. Und da kann dann auch der Ofen hin. Den Ofen würde ich dann tatsächlich irgendwo in der Mitte machen. Ein Smoker, so ein integrierter, wäre natürlich auch cool. Könnte man ja hier, man könnte hier auch so einen Smoker-Abzugskamin hinmachen. Anstatt eines Durchgangs. Wisst ihr, wie ich meine? Und das jetzt hier so durchmauert. So. Jetzt haben wir hier so im Grunde so eine Art Grillraum. Und dann könnten wir hier uns durch so einen Schacht hochkloppen. So einen Schacht hochkloppen. Passt mal auf. Wir gehen einfach nur steil nach oben. Wir gehen steil. Und schau mal. Ha. Und dann kann das da abziehen. Das heißt, da vorne nochmal. So. Und dann würde ich hier wieder was dran bamsen. Passt mal auf. Es geht ja auch. Haben wir ja gelernt in der Schule.
beim Bumskurs. So, schaut mal. Da haben wir hier so eine Art... Geht der nicht mehr? So ein Dranbums-Dings. Okay, das kann wieder weg. Das können wir uns ja so machen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, ne? Und dann stellen wir hier den Smoker rein. Kommt hier hinten natürlich noch eine Wand hin und hier. Und dann wird das hier so ein kleiner Smokerraum mit Abzug nach oben. Schaut mal. Ist das genial? Dann können wir hier grillen in der Wohnung. Ah, ich dreh durch. Wir können grillen in der Wohnung. Ha. Ha. Oh, ha. Oh. Wer kann das schon? Wer kann das schon von sich behaupten, dass er in der Wohnung einen Smoker stehen hat? Den packen wir hier rein. Und hier unten muss das natürlich noch dicht gemacht werden. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben hier noch Füllmasse, Betanga noch da. Gut. Das sieht jetzt nicht ganz so schick aus. Schaut mal wieder weg. Kriegen wir den Stein raus. So. Hier kann dann der Müll reingeschmissen werden. So, das ist so Zuluft, ne? Zuluft. Und dann kann er hier raus smokern. Hier raus einfach. Natürlich nicht hier raus. Also nicht hier rein. Weil das wäre doof. Aber das ist doch cool. Dann haben wir eine schöne Grillecke. Man muss ja das nehmen, was man erstmal hat. Gut, es gibt noch keinen Kühlschrank. Das müssen wir also erstmal hier in diese Sachen erstmal als Kühlschrank nutzen. Ne? Zwei übereinander könnte man auch irgendwo mal hinmachen. Und vielleicht können wir das dann hier doch mit der Ecke machen, oder? Dass wir hier auch noch rumgehen. Das war das hier. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Dass wir das hier wieder wegmachen und da auch so einen Eckschrank hinmachen. Dann wird der Durchgang aber ziemlich schmal. Das sage ich euch gleich. Wir lassen das einmal so. Ne, so ein bisschen angedeutet. Hier können wir eine Vase draufstellen oder sonst was. Ja, total toll. Und ja, jetzt sind wir durch mit der Folge. Ich gucke auf die Uhr. 40 Minuten, oh wei, viel zu lang. Die zweite Folge. Und hier wäre noch eine schöne Ecke für die Statue, oder? Hier so. Hier könnte die schön stehen. Da wird sie auch bestimmt gefallen. Na, da könnte oben eine Fackel rein, hier noch. So, zack. Und dann könnte... hier die Statue hin. Jetzt habe ich mich verfrickelt. Und ich sage aus meinem Loch, Loch an Loch, und doch, sage ich, schöne Grüße aus dem Googletal und bis zum nächsten Mal.